Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schuckibanucki Daily. Heute mit Christian und dem Marc. Hallo. Hallo Marc. Hi. Marc, heute am 13. Februar das Geburtstagskind des Tages, Pierluigi Collina. Nee. Ihr habt den gleichen Friseur, habe ich mir mal sagen lassen. Pierluigi Collina, der, könnte man sagen, der beliebteste Schiedsrichter der Welt, könnte man sagen. Deswegen kenne ich ihn nicht, weil es wieder was mit Fußball zu tun hat. Richtig, genau, ja. Pierluigi, Weltschiedsrichter, und es gibt Spieler, die über den sagen, wenn er einem die unberechtigte gelbe Karte gegeben hat, hat man nichts gesagt als Spieler, weil es war Pierluigi Collina. Echt jetzt? Ja, der hatte so eine Ausstrahlung, ja, auf der Glatze. Ausstrahlung auf dem Platz mit seiner Glatze. Ja, auf der Glatze habe ich auch Ausstrahlung. Also genau, 2,50 Meter groß bestimmt, ja. Ja, ja, mindestens. Ja. So, ja. Mindestens. Ja, wie gesagt, Geburtstagskind des Tages. Alles Gute, Herr Collina. Ja, an dieser Stelle alles Gute. Ich habe natürlich auch noch eine interessante Information dabei für den 13. Februar 1948. Da nämlich fusionierten die Vereine Kölner BC und Köln Sülz 07 zum FC Köln. Das wusstest du? Ja. Der FC, wie man der in Köln sagt. Der FC. Das ist so halb rausgekotzt, ne? Der FC. Ja. Ja. Mit dem Jaisbock. Herrlich. Ja, also... Ja. Habt ihr anscheinend alles richtig gemacht, ne? Richtig, so, genau. Ja. Der FC. Prima. Grüße an den FC. Grüße an den FC. Zum Abschluss der heutigen Folge der Fakt des Tages. Fakt des Tages. In der EU gibt es mehr Handys als Menschen. Wie viele Handys hast du? Darf man im Fernsehen Scheiße sagen? aber ja, das stimmt ja. Du hast ja auch bestimmt. Klar, oder? Ich habe, erstmal überlegen, ich habe mal mindestens zu Hause bei mir in den Schubladen 3-4 Handys rumliegen, auf jeden Fall. Locker, ja. Locker, ja. Dann hat man teilweise vielleicht sogar noch 2 im Einsatz. Ja. So, ne? Ja. Diensthandy, Privathandy. Diensthandy, ne? Ganz genau. Ja. So, und diese ganzen Nokia von früher, kann man ruhig mal sagen, die Nokias, die beginnen. Und da hatte ich jetzt eins letztens in der Hand. Da dachte ich, wie geil war das eigentlich früher? Ja. Und du hast es angemacht und der Akku war immer noch voll wahrscheinlich, oder? Ne? Und vor allem, und es war so klein, es hat, also wenn ich es in der Hand hatte, kaum über meine Hand von, so rausgeguckt. Mhm. Richtig schön handlich, passt super in die Tasche. Ja? Ja. Hat auch schon so ein Display gehabt und so. Gut, kein Smartphone jetzt, ne? Ja. Aber man konnte halt telefonieren damit. Man konnte es, ne, auch mal fallen lassen. Perfekt. Ja. Ja. Grüße an die Handys in der Handyindustrie. Ja. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Warst du schon? Ach, wir sind schon fertig. Fertig. Ja, dann. Bis demnächst. Tschüss. Tschö. Mach's gut.